Im Streit zwischen der italienischen Regierung und der EU richtet sich Italiens Vizeregierungschef Luigi Di Maio gegen den EZB-Präsidenten. Mario Draghi habe die Atmosphäre weiter vergiftet, anstatt Italien zu unterstützen. Der EZB-Chef hatte auf einer Pressekonferenz in Frankfurt erklärt, er sei besorgt über den italienischen Haushaltsplan. Denn eine Neuverschuldung bedeute ein Risiko für Banken, Unternehmen und Familien. Italiens Vizechef Di Maio konterte, er sei überrascht von Draghis Worten. Er habe die Atmosphäre weiter vergiftet, anstatt Italien zu unterstützen. Di Maio verteidigte den Haushaltsentwurf. Italiens Wirtschaft sei stabil.